Hallo zusammen, mein Name ist Sebastian. Herzlich willkommen zu meinem Test der Rikotheta. Hier sehen wir dann schon die Rikotheta und man sieht auf den ersten Blick, dass es eine wirklich außergewöhnliche Kamera ist. Mit ihr kann man 360-Grad-Fotos aufnehmen. Die Verarbeitung und das Design ist meines Erachtens erstklassig. Wir sehen hier auf der Vorderseite, dass wir einmal das Objektiv oben haben, auf der Rückseite dann noch einmal genau das gleiche und dann hier direkt einmal den Auslöseknopf. Wenn wir den einmal drücken, sehen wir schon hier, dass ein Foto geschossen wurde. Komplett einmal um das Gehäuse rum haben wir ein Metallband. Auf der Seite finden wir dann noch einmal den Ein- und Ausschalter, der hier mit einem Indikatorlicht versehen ist. Und dann noch einmal hier eine Taste, mit der man die Kamera dann mit WLAN verbinden kann. Insofern kann man die Fotos dann zum Beispiel auf einem iPhone in einer App direkt betrachten. Auf der Unterseite der Kamera finden wir dann noch einmal ein Gewinde, um diese mit einem Stativ zu verbinden. Und dann noch einmal ein Micro-USB-Port, der einmal genutzt wird, um die Kamera zu laden und die Fotos auf den PC zu übertragen. Als Hauptmaterial setzt Ricoh bei der Theta auf einen Soft-Touch-Plastik, was sich wirklich sehr gut anfühlt und einen hochwertigen Eindruck hinterlässt. Ich muss zugeben, dass es mir sehr schwer fällt, die Ricoh Theta zu beurteilen. Die reine Fotoqualität ist nicht herausragend. Allerdings kommt es bei der Kamera auch nicht auf die reine Fotoqualität an, sondern darauf, was sie für Fotos aufnimmt. Und diese 360-Grad-Fotos sind etwas, das ich bisher noch nie gesehen habe und wirklich speziell für diese Kamera spricht. Es ist beeindruckend, in welchem Blickwinkel man die Fotos betrachten kann, in der Software, zum Beispiel auf dem Mac, dem PC oder dem iPhone. Und es gibt einfach Blickwinkel und Erlebnisse, die man bisher nicht gekannt hat. Ich versuche das jetzt so gut wie möglich auf dem Bildschirm zu zeigen, aber es ist wirklich beeindruckend, was diese Kamera aufnimmt. Man würde ja zum Beispiel auch denken, dass durch dieses Metallband, was hier drum läuft, die Fotos irgendwo eine Lücke haben, aber sie sind wirklich 360 Grad. Und es ist fantastisch, was da für Fotos rauskommen. Und im Endeffekt habe ich mich gefragt, wie diese Kamera diese Blickwinkel überhaupt aufzeichnet. Es ist für mich fast wie ein Wunder. Insofern ist es wirklich ein Werkzeug, vor allem auch für Künstler, die die richtigen kreativen Ideen haben, um diese Kamera optimal einzusetzen. Ich habe zum Beispiel mit einem befreundeten Fotografen gesprochen, dessen Augen direkt geleuchtet haben, als er diese Kamera gesehen hat. Insofern kommt es bei dieser Kamera genauso gut wie auf die Kamera selbst, auf die Person an, die diese Kamera nutzt. Wenn jemand kreativ ist und wirklich viele Ideen hat, wie ihr die Kamera optimal einsetzt, dann ist sie eine perfekte Wahl, weil sie einfach Fotos und ein Erlebnis liefert wie keine andere Kamera. Für den normalen Konsumenten würde ich die Ricoh Theta nicht empfehlen, aber das ist auch nicht wirklich der Zielmarkt für diese Kamera. Sie ist eher für kreative, für professionelle Fotografen, die einen komplett anderen Blickwinkel in ihren Fotos darstellen wollen, der somit keiner anderen Kamera zu erzielen ist. Insofern hat mir die Ricoh Theta sehr viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch beeindruckt von den Resultaten, die sie liefert. Und generell kann ich sie nur empfehlen, wenn jemand auf der Suche nach einer speziellen Kamera ist, die neue Blickwinkel ermöglicht, dann ist die Ricoh Theta die erste Wahl. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Test hat euch gefallen. Abonniert den Kanal für viele weitere Technikvideos. Gebt einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.